Wenn ich aber jetzt fragen würde, wer von euch kann mir Gott erklären, nachdem wir doch eigentlich eine ganz solide Predigt darüber hatten, ist wahrscheinlich erstmal so keine Hand, die hochzuckt. Das ist vielleicht auch ganz gut so, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass wir eigentlich so eine Sehnsucht in uns haben. Eigentlich haben wir eine Sehnsucht in uns, die Gott erklären will, die irgendwie Gott greifen will. Wir Menschen haben eine Sehnsucht danach, dass Gott in irgendeiner Form in unser System passt. Dass wir ihn irgendwie greifen können, dass wir sagen können, jetzt habe ich es, Heureka, ich habe es gefunden. Und wir haben so eine Sehnsucht danach, die Regeln zu verstehen. Die Regeln, dass wir ja nichts falsch und nichts, also dass wir alles richtig und nichts falsch machen, dass wir irgendwie drin bleiben. Das ist so ganz menschlich, wie wir an Gott rangehen. Und wir werden aber mit einem Gott konfrontiert, der geheimnisvoll ist, der sich überhaupt nicht greifen lässt, der sich nicht irgendwie einfach ins Poesiealbum abheften lässt oder irgendwie wie so eine Schmetterlingssammlung abheften lässt, trocknen lässt und dann, wenn wir es wollen, können wir es irgendwie Leuten zeigen, guck, hier ist mein Gott, so funktioniert er, so sieht er aus, ich kann ihn dir beschreiben, ich kann wissenschaftliche Abhandlungen darüber schreiben. Am Ende des Tages entzieht sich Gott uns immer wieder. Und diesen Gedanken, den hat auch der Apostel Paulus schon gedacht und geglaubt. Und der Apostel Paulus beschreibt im Römerbrief mehrere Kapitel lang, Kapitel 9 bis 11, was jetzt eigentlich mit dem Volk Israel ist. Was machen wir jetzt mit diesem Volk Israel, mit der ersten Erwählung, mit dem ersten Bund, den Gott geschlossen hat? Und er schreibt seitenweise, Kapitel lang, argumentativ auf höchstem Niveau. Und am Ende kommt unser Predigttext von heute. Und da schreibt Paulus in Römer 11, die Verse 33 bis 35, wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes, wie tief seine Weisheit und Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer ist sein Berater gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, sodass er es von ihm zurückfordern könnte? Paulus nutzt hier drei Unworte, um Gott zu beschreiben. Unerschöpflich, unerforschlich und unergründlich. Gott ist in allererster Linie ein Geheimnis. Etwas ganz anderes, etwas gewaltig, großartig anderes, als wir es uns jemals vorstellen könnten. Und wenn wir mit unserem Wissensdurst rangehen und anfangen, von ihm zu trinken, werden wir merken, es wird nie aufhören. Es wird immer weitergehen. Er ist unerschöpflich. Wenn wir auf Tauchgang gehen in die tiefen Geheimnisse Gottes hinein, werden wir merken, es ist unendlich, es ist unerreichbar. Wir kommen an keinen Grund, unergründlich. Und wenn wir noch so sehr unsere Gedanken anstrengen und versuchen, ihn mit unseren Gedanken zu greifen, werden wir merken, er ist unbegreiflich. Er ist undenkbar für uns. Und das, obwohl Paulus gerade Kapitel lang vorher und ja auch davor schon Kapitel 8, was wir letzte Woche als Predigtext hatten, und so viele gute Dinge über Gott sagt, kommt er an dieser Stelle hin und sagt, ganz langsam, Freunde, so viel verstehen wir gar nicht, wie wir immer denken. Und vielleicht ist es aber ein guter Punkt, dass wir erstmal begreifen, Geheimnis Gottes heißt nicht, dass wir ihn nicht greifen können, dass wir ihn nicht denken können, dass wir ihn nicht beschreiben können. Es heißt einfach nur, dass es ein endloses Begreifen ist, dass es ein endloses Glauben ist, ein endloses uns danach ausstrecken, wie er ist. Und dann kann Paulus doch plötzlich einen Spitzensatz formulieren oder drei Spitzensätze, die uns ganz viel über Gott sagen. Vers 36. Denn alles hat in ihm seinen Ursprung, durch ihn besteht alles und in ihm hat alles sein Ziel. Denn er regiert in Herrlichkeit für immer. Amen. Was ich nicht gemacht habe, was mir gerade noch kam als Gedanke, ist, ich frage mich, ob Paulus noch irgendwo anders jemals in seinen Briefen Amen sagt. Aber an dieser Stelle tut er es, weil er ein Gebet formuliert, weil er ein Bekenntnis formuliert, eine Glaubensaussage, die tiefer kaum zu machen ist. Alles hat in Gott seinen Ursprung. Durch Gott besteht alles und alles hat in Gott sein Ziel. Und da merken wir plötzlich, wie Geheimnis funktioniert. In dem Moment, wo wir Dinge sagen, wird es nur noch größer. Es wird nur noch unbegreiflicher, noch großartiger. Und Martin hat es vorhin schon richtig gesagt, wir haben heute Trinitatis, den Gottesdienst oder den Sonntag im Jahr, wo wir im Kirchenjahr uns daran erinnern, dass Gott in sich schon so geheimnisvoll ist. Nämlich drei in eins, Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Und ich glaube, dass wenn wir uns dieser Dreieinigkeit nähern, wenn wir uns diesem Geheimnis eines Gottes nähern, der einerseits drei unterschiedlich ist und doch darin ganz eins, dann nähern wir uns auch dem Geheimnis von dem, was Paulus hier schreibt, dass alles in diesem Gott seinen Ursprung, Bestand und Ziel hat. Und dazu will ich dich heute einladen. Nicht, dass wir Gott ins Poesiealbum abheften können oder in unsere Schmetterlingssammlung, sondern dass wir miteinander in dieses Staunen geraten wie Paulus hier. Wie unergründlich, unerforschlich Gott ist und was die Dreieinigkeit damit zu tun hat. Gott ist drei und eins. Vielleicht kennt ihr das noch aus dem Religionsunterricht, wo man dann irgendwie versucht, irgendwelche Bilder dafür zu finden. Weil das ist vielleicht der erste wichtige Punkt. Wir können nicht anders als in Bildern über Gott reden. Wer versucht, ohne Bilder über Gott zu reden, der wird scheitern. Wir können nur Bilder finden. In der Dreieinigkeit selbst, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das sind auch schon Bilder. Beschreibungen von diesen Persönlichkeiten. Der ist wie ein Vater, der ist wie ein Sohn, der ist wie der Heilige Geist. Das ist schon Bildsprache, die wir hier finden. Und jetzt haben wir aber das Problem, ich habe einen Podcast, den ich immer höre, da sagt einer, mein Kopf wird ganz warm bei so Filmen, die ich nicht verstehe. Und wenn wir über diese Dreieinigkeit nachdenken, dann wird unser Kopf richtig warm. Weil dann kommen wir an Grenzen von dem, was wir in unserer Logik auf die Reihe kriegen. Weil nochmal, es ist drei komplett unterschiedliche, voneinander unterscheidbare Personen, die doch so sehr miteinander in Beziehung sind, dass sie eins werden. Das muss man erstmal sacken lassen. Und ich glaube, wir brauchen Bilder dafür. Und wir brauchen aber Bilder dafür, die nicht statisch sind. Nicht irgendwie im Sinne von ein Haus. Dach, Boden, Wände, 3, 1, gibt Haus. Oder Kerze, irgendwie Docht, Schaft und Flamme. Das zusammen gibt 3 in 1, ist eine Kerze. Das ist schön, das sind gute Bilder, aber ich glaube, die sind viel zu statisch dafür, dass wir von drei Personen reden. Von drei Wesen reden, die miteinander in Beziehung stehen. Und ich bin auf ein Bild gestoßen bei Richard Rohr, ist Franziskanermönch und schreibt viele gute Bücher. Und der ist wiederum selbst auf ein Bild gestoßen, bei den Wüstenvätern schon ganz früh im Anfang unseres Glaubensgeschichte, nämlich das eines Tanzes, eines Kreistanzes, eines Miteinandertanzens. Diese drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die in einem ewigen Tanz miteinander verbunden sind. Denn was schafft der Tanz auszudrücken? Der Tanz schafft auszudrücken, dass die drei ganz eins sind, ihre Freiheiten haben und mal voneinander weggehen und mal wieder zueinander hingehen, dass sie aber in der Dynamik des Miteinander unterwegs sind, in dieser Beziehung zueinander, komplett zu einem verschmelzen und wir es als eins wahrnehmen, weil es eins ist. Und dieser Tanz beschreibt Kraft, Dynamik, Unterschiedlichkeit, aber auch Offenheit, Verletzlichkeit, Dienst aneinander, Liebe zueinander. Wenn wir uns der Dreieinigkeit annähern, dann merken wir, dass Gott nicht nur Geheimnis ist, sondern dass Gott in seinem Wesen Beziehung ist oder eben, wenn wir es zusammenfügen, geheimnisvolle Beziehung. Eine Beziehung, der wir uns immer wieder unergründlich, unerforschlich annähern und uns danach ausstrecken. Und diese Beziehung, die Gott in sich als Person ist, die ist Ursprung von allem. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Text. Denn alles hat in ihm, in dieser Beziehung, in dieser Dreieinigkeit, in diesem Gottsein, in diesem geheimnisvollen Beziehung seinen Ursprung. Wie kann das sein? Ich stelle mir das vor, wie dieser Tanz tanzt und wie diese Dynamik, die Gott ist, in sich vollkommen ist. Und weil es eben in sich vollkommen ist, öffnet sich dieser Tanz und macht einen Raum auf für etwas Neues, für etwas Viertes, was wir in unserer theologischen Sprache Schöpfung nennen. Es entsteht in diesem Raum von Gott etwas Neues. Alles hat in ihm seinen Ursprung.